Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr vielleicht in der Überschrift schon gelesen habt, geht es heute um die Glossy Box und die habe ich hier. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal rein, weil mein Freund hat die gerade von der Packstation mitgebracht und ich bin mega gespannt, was drin ist und freue mich jetzt schon aufs Auspacken. Das ist die Box und ja, sie ist wieder Standard Pink. Macht mir aber überhaupt nichts aus. Also mir gefällt diese Standardbox auch sehr, sehr gut und man kann die auch immer gut verwenden als Geschenkverpackung, als Versandverpackung, als Karton für Kleinigkeiten. Also da findet man immer eine kleine Verwendung. Aber ja, wir wollen wissen, was drin ist. Deswegen gucken wir jetzt gleich rein. So sieht das dann hier aus. Wenn man hier die Schleife aufmacht. Das ist die Dear Santa Edition. Genau. Und hier klebt auch schon was fest. Und das sind kleine Geschenkanhänger. Also die kann man an die Geschenke mit dran tun. Finde ich eine ganz süße Idee. Kann man mit Sicherheit jetzt für die Weihnachtszeit gut verwenden. Dann haben wir hier von Garnier Olia. Ein Farbglanzelixier mit natürlichen Blumenölen intensiviert die Farbkraft, nicht fettende Formel ohne Ausspülen und zur täglichen Anwendung. So sieht das aus. Also ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf, wie das so ist, weil ich denke, gerade für die Spitzen jetzt im Winter, auch wenn man Lockenstab und Glätteisen verwendet, trocknet es die Haare zusätzlich aus. Und ich glaube, da kann so eine zusätzliche Pflege mit Sicherheit nicht schaden. Als nächstes haben wir hier dieses Produkt. Und zwar ist es von Erwin ein Produkt. Und Face and Body, ich denke, das wird eine Creme sein. Reichhaltige Pflegemilch, Gesicht und Körper für Kinder ab 3 Jahren ein- bis zweimal täglich auftragen, entwickelt, um das Risiko vor Überempfindlichkeitsreaktionen zu minimieren. Genau, also ist eine Creme, ist auch noch zu, werde ich auch erstmal zulassen, weil ich momentan genug Cremes offen habe. Als nächstes haben wir hier von Love einen Nagellack und ja, da bin ich auch schon mega gespannt drauf. Also ich habe von Love noch keinen Nagellack ausprobiert und das hier ist die Farbe 300 Mauve Majesty und der sieht so aus, also so was in der Art, wie ich jetzt auch drauf habe, genau, und hier kann man einmal die Kappe abziehen und dann hat man den Nagellack drin. Ja, also eine sehr, sehr schöne Mauve Farbe, finde ich auch echt gut, dass man so eine Standardfarbe drin ist, also nichts Rotes oder nichts Knalliges, weil davon hat man ja wirklich genug in den letzten Boxen drinnen und Rot trage ich jetzt auch nicht so häufig, aber sowas ist ein super Alltagston für jeden Tag, also kann man richtig gut tragen, gefällt mir richtig, richtig gut von der Farbe her. Und dann haben wir hier ein Produkt drin von Freematic Blush, Douce, glaube ich, nennt sich die Marke. Rauskommt hier so eine schöne Box und hier steht auch drauf, dass es in Zusammenarbeit mit der Glossy Box entstanden ist. Und innen drinne haben wir dann auch ein Produkt. Ah, okay. Also hier ist auch nochmal so ein Platzhalter drin, dass es nicht hin und her rutschen konnte. Jetzt gucke ich nur mal, wie ich das hier rausbringe. Und das ist hier dann nochmal so abgedeckt und hier hinten haben wir 2 Magnete dran. Richtig, richtig schöner matter Blushton, gefällt mir richtig gut. Und ist auch richtig schön weich und lässt sich gut verblenden. Also der gefällt mir richtig gut. Den werde ich, glaube ich, gleich morgen früh ausprobieren. Ja, und die Box ist auch sehr, sehr schön. Also gefällt mir richtig gut und ja... Wenn mich das Produkt überzeugt, könnte ich mir vorstellen, für die Palette hier noch ein zweites Pfännchen zu holen. Mal schauen, aber jetzt wird es erstmal ausprobiert. Und das letzte Produkt ist dieses hier. After Spa. Also hier steht ganz, ganz viel drauf, wenn ihr das sehen könnt. Und auch in ganz, ganz vielen verschiedenen Sprachen. Also sehr... Ah, hier oben steht es Magic Makeup Remover. Mhm. Okay, also das wird so ein Schwämmchen sein, denke ich mal.
Aber ich würde sagen, da schauen wir jetzt gleich mal ins Heftchen rein. Genau, also der Schwamm hier ist in jeder Box drin. Das ist gleich das erste Produkt. Kostet original 9,95 Euro. Und hier steht dabei, mit diesem Tool werden Abschminkwünsche wahr. Denn das softe Tuch entfernt selbst hartnäckiges Make-up mühelos und rückstandsfrei, nur mit einem wenig warmem Wasser. Es widmet sich Gesicht wie Augen-Make-up und dank seines Weichmaterials ideal für sensible Haut geeignet. Und die strahlt nachher wie nach dem Spa-Besuch. Okay, hier steht auch dabei, man soll es erst waschen, bevor man das benutzt. Und so sieht dieses Tuch aus. Und es ist super mega weich. Und also da, der wird jetzt gleich mit in die Waschmaschine gesteckt. Den möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Aber er fusselt extrem. Also da wirklich auf jeden Fall vorher waschen, weil hier staubt es gerade extremst. Ja, aber die Farbe gefällt mir sehr gut. Und es ist auch wirklich richtig schön weich. Und ich kann mir das richtig schön vorstellen fürs Gesicht. Ja, also da bin ich mega gespannt drauf. Wie gesagt, also ich finde halt nur, dass es extrem fusselt. Also ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das Ding fusselt wie sonst was. Also wirklich zuerst waschen und dann benutzen, weil sonst habt ihr das alles im Auge. Das wäre nicht so toll. Sind hier auch überall so pinke Flusen hier. Ja, dann haben wir diesen Blush hier und das ist Blush Mono steht jetzt hier dabei. Steht aber jetzt nirgends die Farbe dabei. Nee, also ich sehe jetzt die Farbe von diesem Blush hier nicht. Also es ist auf jeden Fall eine Special Edition für die Glossy Box. Steht auch hier hinten nochmal drauf. Ja. Und kosten würde ein Blushton 11,75 Euro und das Case würde kosten 8,40 Euro. Absolut in Ordnung, finde ich. Ja, jetzt muss mich nur noch auf dem Gesicht überzeugen. Dann haben wir dieses Öl hier drin von Garnier Ollier. Ist ein Originalprodukt, kostet 5,95 Euro und ich sehe da drunter in dem Heft ein Produkt, worüber ich mich mehr gefreut hätte, weil ich hatte das schon mal. Und zwar ist es die Osis Plus von Schwarzkopf, die Edition. Da gibt es auch dieses Öl und das Öl ist einfach nur hammergeil. Und das sieht so aus. Also hier diese mittlere Flasche, das ist dieses Öl. Oder war das das Öl? Ich glaube schon. Sah auf jeden Fall früher so aus. Hatte ich auch schon. War auch mal in der Glossybox drin und es war der Wahnsinn. Also das müsste ich mir eigentlich wirklich mal nachkaufen, weil das Öl war einfach gigantisch. Ja. Aber jetzt probieren wir auf jeden Fall mal das hier aus, wie sich das so macht. Es hätte auch noch drin sein können, eine Mini-Paddelbürste von Schwarzkopf. Dann haben wir dieses Produkt hier drin, das Euthermal Aven Tryxera Nutrition reichhaltige Pflegemilch. Das sind 200 ml das Originalprodukt und hier sind drin 100 ml, also es ist die Hälfte ungefähr. Würde als Originalprodukt 14,90 Euro kosten. Dann hätte hier noch drin sein können von Arkaya, sagt mir vom Namen her überhaupt nichts, eine Glow Edition. Das wäre dieses Produkt hier. Oder von Barbour Lipgloss und Lipgloss Stick. Hätte ich mich auch wahnsinnig drüber gefreut, wenn das mit in dieser Box drin gewesen wäre. Dann haben wir hier diesen Nagellack. Es läuft gerade alles so ein bisschen an. Ups, also es läuft gerade alles so ein bisschen an, weil es noch mega kalt ist, weil es gerade noch in der Packstation lag. Das ist eine Originalgröße, kostet 5,99 €. Dann hätte noch drin sein können von Dr. Yard Ceramidin Liquid. Wenn deine Haut einen Wunsch beim Weihnachtsmann frei hätte, wäre es wohl dieses hochwirksame All-in-One-Serum. Okay, also es ist ein Serum. Und dann hätte noch mal drin sein können diese Maske, die ja schon mal drin war. Also hier einmal das Serum und hier einmal die Maske.
Hätte ich jetzt nicht nochmal gebraucht. Ja, dann hätte drin sein können von Sally Hansen ein Nagellack. Dann hätte noch drin sein können Melvita Nectar de Rose Micellar Reinigungswasser. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ist einfach ein Reinigungswasser. Dann hätte drin sein können von Vai Golden Root Purifying Mud Mask. Also eine Maske mit Pinsel und allem Pipapo. Wäre mit Sicherheit auch toll gewesen, wobei da mit Sicherheit nur eine Probegröße drin gewesen wäre. Dann von Kryolan ein Eyeshadow Primer. Also der wäre natürlich auch mega gewesen, wenn der in dieser Box drin gewesen wäre. Also wären richtig tolle Produkte noch mit dabei. Und von Daytox hätte drin sein können eine Clay Mask. Okay, also das sind einmal die Produkte hier, die ich euch gerade vorgelesen habe. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Und dann hätte hier noch diese Maske drin sein können. Genau. Ja. Aber alles in allem finde ich die Produkte echt gut. 4. Ach, 5. Also der pinke Schwamm, der Blush, auf jeden Fall sehr interessant. Und wie gesagt, also auf den freue ich mich wirklich schon, auch wenn er aktuell sehr, sehr flusig ist. Und ja, wie gesagt, alles in allem eine super Box, gefällt mir richtig, richtig gut. Und als nächstes kommt die Dezember-Box, das ist die Cold Days Warm Hearts Edition. Da bin ich auch mal gespannt, weil Dezemberboxen sind einfach immer noch mal so was Besonderes, was Schönes, was halt einfach kurz vor Weihnachten ist. Und ich freue mich schon mega auf Weihnachten. Ja, ihr Lieben, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann bestimmt bald wieder. Bis dahin. Tschüss.